Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde South Park's Fractured Butthole. So, ich würde sagen, jetzt verfolgen wir aber die Hauptquest weiter. Wohin des Wegs? Da ist. Da kommen. Nee, weißt du was? Das habe ich ganz vergessen. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Ja, ist okay. Wir reisen zur Hauptstraße, dann machen wir das erstmal. Das hab ich ganz vergessen. Wir sehen uns. Alles klar, Blitzfreak. Wir haben Blitzfreak überholt. Sind wir vielleicht der neue Blitzfreak? Da können wir den Furzparcours machen. Human Kite. Dann mal los. Vielen Dank, Human Kite. Stachelanzug Rezept, Stachelanzug, Stachelhandschuhe Rezept und Stachelkopfbedeckung Rezept. Sehr schön. Oh ja. Danke, Human Kite. Es wird Zeit, dass es. Das ist ja das nächste. Ich schätze mal, wir werden den Furzparcours öfter benutzen als, Ach so, von da oben. Ne, darauf wünsche ich. Hab ich gerade echt keinen Bock, jetzt noch zurück zu latschen. Hallo Katze. So. Oh. Eichhörnchen Nussversteck. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Wer ist denn das? Achso, Hundekacke. Wow, sehe ich echt so aus? Oh, da, Yaoi-Bild. Sternenlicht flüstern. So, hier ist nix. Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. Und hier noch eins. Wer ist denn Sam? Das haben bald schon alle Yaois. Ich bezweifle aber, dass das jetzt alles sein wird. Schätze mal, da wird noch mehr kommen. Oh Gott, die Kitties. Halt, da war eine. Mit denen kann ich. Du hast ein Selfie mit Ei gemacht. Machen wir ein schöneres. Okay. Fillmore. Yay, wir sind echte Freunde. Nein, hier kann ich kein Selfie machen. Na. Alter. Ich da echt nicht hoch? Ah. Und da habe ich auch schon wieder den nächsten Furzparcours gesehen. Kuhnkuchen. Alter, es gibt so viele Furzparcours hier. Wo soll das denn hingehen? Furzkur. Lass dich nicht stören, Herr Bürger. Was ist denn das? Majestätischer Anzug. Furzkur. Und runter, Human Kite. Danke. Vielen Dank, Human Kite. Für ein sicheres Universum. So, hier soll der jetzt sein. Warte mal.
Oh, ich bin falsch gegangen. Ich hätte nach oben weitergemusst. Nö, kein Bock. Dann gehen wir jetzt eben hier entlang. Und dann muss er jetzt da kommen. Aber erstmal holen wir uns hier drüben die Tasche. Ein Rasenpfeil und $1.30. Nice. Oh. Nee. Big GL. Gerne doch. Warte mal, ist Mr. Sklave da? Jawohl, der. Ja doch. Und du hast doch bestimmt auch noch was für uns. Wow. Ich hätte echt gedacht, Influencer. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Besiege den Drogendealer. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Oh ja. Hey, verdammt, was willst du von mir? Das ist... Irgendwas sagt mir, wir kriegen gleich noch richtig dreck Probleme. Schreckensklinge? Das war zu einfach, dafür geht noch mal tief. Das war's? Nein, never. Never war es das. Das war's ernsthaft? Hi. Hey, du kriegst einen Mitleidsfollow, was soll's? Danke. Red. Und wie heißt sie jetzt? Black? Nee, Nicole. Ja gut, ich hab grad deinen Daddy verhaftet, ne? Bitte. Ich schau dich mal gerade aus. So, alles hier aufmachen, alles mitnehmen. Wir fahren doch für das Fahren als Spaßer, Alter. Lavendelöl. Fake Magazine. Ja, ich weiß, was es eigentlich hat. Eigentlich heißt es Smoke, aber hier ist ein schön Weg. Können wir eigentlich irgendwas craften? Kostüme. Brauchen wir mal ein paar Kostüme. Du, alles schön. Okay, Cyberwolf können wir noch nicht machen. Machen wir nochmal ein Macaroni-Bild. Das können wir eigentlich auch mal machen. Also wir sollten damit auf jeden Fall schon mal für die nächsten Bossfights ausgestattet sein. Wiederbelebungszieren. Und dann machen wir nochmal ein paar Burritos. Kann man nie zu wenig haben. Auch im echten Leben. So. Ja. Wie sieht... Nee, da war ich gar nicht hin. Artefakte. Haben wir irgendetwas, was wir austauschen können?
Streidel der Rache. Minus 2 schon mal Tiefkraft und dafür plus 4 auf Gesundheit. Ja. Wie sieht das hier aus? Das würde ich sogar noch eher sagen. Gut. Dann gehen wir jetzt aber endlich mal wieder zur Hauptstory. Wenn wir jetzt nicht aufgehalten werden. Tatsache. Okay, hier können wir noch nichts machen. Hui. Entdecken. Schnellreise freistellen. Big Gay Els Haus. Hallo Vierknöpfer. Gehen wir jetzt hier hin. Und tschüss. Ah, wir haben nur noch eine Station offen. Bis denn. Okay. Einsam macht sich der Held auf. Oh Gott. Ach so, alleine. Ja, oh, die spuckt jetzt in die Fresse. Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Das wirst du spüren, wenn du in die Pubertät kommst. Also, okay. Hey Mädels. Für alle Frauen auf der Welt, die Nutides tragen müssen. Guckt mal hier. Volle Power. Zack. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Überspringen wir das mal. Einfach weil wir es können. Und du verpisst dich jetzt mal. Zack. So noch Probleme, Raisins Mädels? Hab ich dir wehgetan, Schätzchen? Nein, nein, alles gut. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wing Hashtag Arschgeil. So, aber zu langsam sollten wir mal ein... Burrito, würde ich sagen, ja. Gis, das weckt die Furzkräfte in uns. Boah, so ein Burrito hätte ich jetzt auch Bock. Oh. Wen bürsten wir denn weg? Ich würde sagen, du spüre die großen Geschütze. Mach es gut. Hasta la vista. Und das überspringen wir jetzt einfach mal gekonnt. Ich liebe diesen Zeitfurz. Zack. Plasma Beam. Das ist nicht nett. Ich weiß. Meine Bodylotion riecht nach Erdbeeren und du jetzt auch, Schnucki. Ich weiß. Und guck mal, du riechst nach Blitzen. Tschüss, Raisins Girls. Du echt, du bist ein harter Hund. Jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Alter! Ich hau euch klein und stopp dich mir in den Arsch. Rebecca! Ich stopf gleich jemand an einem dunklen, stinkenden Ort. Das ist blöd. Alter! Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnapp sie euch! Oh mein
Was? Was? Hallo Neues! Keine Sorge, ich kündige alle ihre Instagram-Freundschaften. Hier sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen. Da kann man sich eine Menge Feinde machen. Glaub, ich bin keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Norm passt? Ist, glaube ich, nicht so der beste Name. Alles klar. Pheromoninfusion, so. Goldskarabäus-Rezept. Alter. Was zum Teufel war das jetzt? Wir sind nicht alleine. Medizin. Oh. Erstmal hier. South Park Mall. Umwerfen. Los, Captain Diabetes. Furze. Sehr gut. Die neue South Park Mall. Jetzt können wir hier den Furzparcours machen. Furzkur. Ich nenne es Furzparcours, das ist angenehmer, finde ich, als Furzkur. Ich hab doch gedrückt! Was hat das jetzt für ein Hex? So, jetzt aber. Ah, ich glaube, ich weiß, wieso. Weil ich kein Ziel habe zum Landen, oder? Ein Versuch noch, da gehe ich weiter. Ich drücke ganz bestimmt im richtigen Zeitpunkt. Bitte nicht. Boah, ne. Irgendwas stimmt da nicht. Freeman. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Genau, der Arsch ist bei uns. Eine Botschaft von Freeman. Käse Shrimperito Rezept. Okay. Eine neue Furzkraft. Tortilla. Super Schatten Shrimp. Alles klar. Machen wir das mal. Es wird Zeit, weitere Kräfte zu aktivieren. Doch wie wir das machen, das erleben wir, glaube ich, dann doch erst beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.